Dienstag, der 19. Juni 2018, bescherte uns heute bei gutem Wetter einen in Crockpot gegartes Gericht. Es war ein deftiger Rindergulasch mit Fusilli-Butternudeln, dazu einen frischen, knackigen Kopfsalat mit einer roten Beete-Vinaigrette. Das Gulasch war für unseren Geschmack sehr schön spicy. Ein Daumenschmaus, sage ich euch. In den einzelnen Bildern zeige ich euch zur Präsentation dieses schmackhaft und spicy feine Gericht, das ich für euch heute serviert habe. Das ist wieder ein Gericht heute zum Reinknien. So lecker hat dieser Gulasch geschmeckt.